Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem 8. Grand Prix. Herzlich willkommen aus Leckersley, beziehungsweise aus Frankreich. Ja, nach dem Doppelsieg Kanada, Monaco-Kanada, wollen wir natürlich in Frankreich hier wieder auch um den Sieg gefangen. Aber das schaffen, werden wir sehen. Aber steht natürlich noch gar nichts fest. Naja, wir werden sehen, auf jeden Fall, wie es läuft. So. Geht jetzt sofort los. Okay, keine Information vom Teamchef. Und haben wir da das Informationen? Beziehungsweise wichtige Informationen. Okay, Qualifying unter Trocken. Das ist schon mal eine Information. Das hat er uns schon erzählt, der gute Jeff. Und da war die da unten drin. Was hältst du hiervon? Hau mal rein. Gut, gehen wir rein ins erste Freitraining hier aus Frankreich. Ja, nach diesem Rennwochenende kann einiges passieren. Das werden wir sehen, oder während vielleicht sogar. Ich denke, das vermute ich danach. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Willkommen in Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard zu einem spannenden freien Training, das bestimmt ein ebenso spannendes Rennwochenende einläuten wird. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. So, ja. Genau. Das erste Mal auf die Strecke. Und dann geht's jetzt gleich sofort los. Ist immer gut. Frankreich. Zack. Setup ist drin. Und dann können wir auf die Strecke. Sorry, ich esse in den beiden auch einen Schokobon. Es gibt diese weiße Schokolade-Schokobon. Oh, ich hab's. Die Feier so. Okay, dann haben wir das soweit auch. Genau, als erstes mal bei auf den Wetterbericht gucken für komplett. Training 3 Tunnels. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mal auf die Strecke. Ja, das Training 3. Gut, dann brauchen wir die ganze harte Mischung nicht, weil wir dann eh das dritte Qualifying auf Inters fahren. Naja, gucken wir mal, ob das Auto es so verlangt. Es soll aber so eine neue Boxeneinfahrt geben hier. Die gucken wir uns vielleicht gleich mal kurz nebenbei an. Ich hoffe, dass wir die jetzt gleich sehen. Ah, die ist hier. Okay. Weil vorher war die hinter dieser Kurve hier nämlich. Und zwar hier rechts rein. Also haben sie sich komplett geändert, das ist immer gut. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das ist dann deutlich einfacher fürs Rennen im am Sonntag. Weil wir da ja eh in die Boxen müssen, hier in der. Im Training und im Qualifying ist es natürlich egal, da kann man ja reinspringen in die Box, aber hier
Natürlich sogar gut. Vor uns ist ein Alpha übrigens. Also die Strecke ist so nicht meins. Mal gucken, ob wir es tatsächlich auf die Reihe bekommen, hier tatsächlich den dritten Sieg in Folge zu holen. Oder aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Das schauen wir mal. Das ist vor uns Kimi Räikkönen, wenn ich es richtig sehe. Ja, es kann so viel passieren nach dem Ende des Rennens. Wir werden sehen. Sektor 2, ebenfalls violett. Natürlich haben wir gar keine Referenzzeiten. Ja, es ist Kimi. So. Das Problem ist einfach, dass wir den jetzt natürlich vor uns haben, dass wir da jetzt schlecht rauskommen. Okay, you're in the top 10. 38:0 unsere Zeit gegen den Sauber. Ja, wir sind ein bisschen aufgehalten worden, das heißt, wir müssen nochmal eine Zeit setzen. Langsam scheint auch das Auto um einiges besser zu werden. Max ist mit 37er Zeit. 37,6 aber auf Soft. Vielleicht kriegen wir die sogar geknackt am Ende noch. Fehlt eine gute halbe Sekunde. Die Frage ist, kriegen wir die in der Zeit? Wir müssen uns jetzt ein bisschen strecken, ein bisschen beeilen. Vor uns jetzt ein Hamilton raus, der natürlich jetzt uns mega aufhalten könnte. Das passt von der Zeit ja natürlich überhaupt der Zeitpunkt passt überhaupt nicht, dass der Hamilton da jetzt gerade raus ist. Aber der lässt uns den Platz. Okay, der hält sich auf, alles gut, passiert, nichts passiert. Hamilton jetzt driven an uns, der wird das jetzt gleich immer versuchen, wahrscheinlich angreifen. Jetzt kommen die ersten Regentropfen, also müssen wir eine Zeit setzen. Ich muss jetzt gerade mal. Ja, für die Spitze reicht es nicht gegen Verstappen. Und jetzt wird sowieso nicht mehr passen, weil die Zeiten sind durch. Durch den Regen macht es eh nicht mehr einfacher. Die meisten Zeiten fahren jetzt alle auf Intas. Ja, wo gerade sagt Ricciardo und so, die fahren alle auf Intas. Damit sind wir zweiter safe. Nichts weiter Dramatisches passiert.
von Carlos Sainz. Verstappen, meine Wenigkeit und Carlos Sainz. Aber wie gesagt, noch ist die Zeit nicht aussagekräftig. Ja doch, jetzt ist es wieder trocken. Jetzt fahren die wieder. So viel zum Thema dazu. Wir sind safe Zweiter. Aber ich kann momentan da. Wenn jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Verstappen, Ricardo und Pierre Gasly. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, so viel zum Thema dazu. Wir sind ein bisschen auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton. Das ist alles okay. Alles okay. Sechster Platz. Ist in Ordnung, wären wieder einige Punkte. Wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich mit in den nächsten Rennen. Gut, das war Training Nummer 1, Training Nummer 2. Sehen wir direkt im Anschluss. Wie gesagt, das letzte Training sowieso komplett nass fahren werden, können wir auch die Variante nehmen. So. So, dann schauen wir mal, dass wir es jetzt hier hinkriegen. Mit den Softreifen eine gute Zeit. Das ist jetzt sechster Platz, haben wir gesagt, mehr Q1, MMD1. Vorhin. Ja, die Strecke ist ein bisschen verwirrend, das muss man sagen. Aber ich komme deutlich besser zurecht. Ich merke auf jeden Fall, dass es klappt. Also, Ricciardo ein Renault auf 2 und ein Franzose auf 3. Das waren noch die guten letzten Ergebnisse. Das erste freien Trainings. Wobei das auch ein bisschen mit dem Wetter bedingt ist, aber wir schauen mal. Was können wir noch dazu funken? Sechster Platz, wie gesagt, war das erste Training. Mal schauen, was das Training 2 bringt. Vor uns ein Haas, das könnte Magnussen sein. Oh, das ist der Lokalmatador Romain Grosjean. Ja, das ist Grosjean. Magnus hat nämlich gerade die Bestzeit gefahren. Letzten 39,8. Ich vermute, dass das keine Konkurrenz sein dürfte für uns. Ja, 2 Sekunden schneller. Ah, sauber war das definitiv nicht, was wir gerade gemacht haben. Ups.
So, jetzt ziehen wir einen schönen Windschatten an den Haas ran. Weil der wahrscheinlich jetzt gleich ausbremsen wird. So, an dem Auto muss ich jetzt vorbei, aber da hat es natürlich aufgehalten. So. Ja, ich vermute, dass es keine neue Zeit wird, keine neue Bestzeit wird. Perez jetzt Zweiter. Nee, fährt auf Medium. Ah, die letzte Kurve ist nicht ohne. Jetzt ist Grosjean Zweiter. So, gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Lehmanns haben wir uns hier nämlich kaputt gemacht. Der Sektor 1 war natürlich nicht gut. Aber Sektor 2 zeigt mal wieder lila an. Kurz, wenn es gegen unsere eigene Zeit geht. So, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir die letzte Kurve noch treffen. Dann könnte das wirklich eine neue Bestzeit werden hier für uns. Jo. Wird es. Wenn auch nur minimal, aber es wird eine neue Bestzeit werden. Oder wurde eine neue Bestzeit. So, ja gut, das war klar, dass wir definitiv hier nicht mit nochmal so rocken. Aber wir sind zumindest auf Augenhöhe, sagen wir es mal so. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Gasly und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Und wenn ist es nur Platz 7? Ja, ja, ja. Wir müssen also nochmal 3. Sieht mal nicht so gut aus wie jetzt zum Beispiel in den letzten beiden drei. Aber es hat auch keiner erwartet, abgesehen davon, dass wir jetzt nochmal das so hochreißen. Also wir liegen hinter einem Alpha und hinter einem Renault. Scheinbar will auch vor allen Dingen Renault bei seinem Heim Grand Prix hier nochmal was rocken. So. Keine neuen Nachrichten und wir gehen rein ins T3.
Ja. Ja, das Training wird das nämlich heute nochmal trocken hier, ne? Finde ich eigentlich. Ich kann aber auch mit den Inters eigentlich diese Session fahren. Müsste eigentlich gehen. Mit dem Trunk-Setup so rum. So, schauen wir mal. So, auf geht's, die Zeit läuft gleich los. Ab jetzt. Aber hier eine gute Zeit hinbekommen, schauen wir mal. Die erste Zwischenzeit 31.1. Wir haben natürlich gar keine Referenzzeit, was die Zeiten Zwischenzeit betreffen. So. Hey, das macht natürlich nicht einfacher hier mit dem Auto. So, 1:04:03. Ja, der ist leicht am Rutschen. Wie gesagt, ich fahre mittlere Traktion, ne, abgesehen davon. So, Pierre Gasly, 49er Zeiten. Also müssen wir uns nochmal reinholen. Platz 2 hinter dem Franzosen bei seinem Heim Grand Prix. Scheint ja momentan uns gut zu schlagen. Aber mal gucken. Wir sind noch nicht sauber durchgekommen, also abgesehen davon. Ich bin so weit rausgerutscht. So. Hätte noch mal fettstellen können. Immer mal wieder so kleiner zwischen diesen kleinen Quersteher hier drin. Wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran an die Zeiten, die da der Herr Gasly fährt. Der Red Bull scheint deutlich einfacher zu liegen und deutlich besser zu liegen auf der Strecke als wir.
Statt jetzt sieht es nicht so aus, als hätten wir irgendwas mit dem Sieg zu tun. Das ist 8 nur. 9. Also. Abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Verstappen und Charles Leclerc. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Jo, definitiv. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schub steigern. Sollte das morgen mit dem Qualifikationstraining was werden, mit einem erfolgreichen. Aber schauen wir mal. Also ein paar Punkte will ich mitnehmen auf jeden Fall. Ah, nach 2 Siegen will man immer noch, immer mehr. Ja. So. Gut. Ups. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Training. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, auf jeden Fall. Und das wird dann mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von Frankreich. Bis dann und tschüss.